Mein Name ist Tobias Döring. Ich bin Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität. Ich unterrichte Literatur im englischen Department und ich bin hier in Birmingham in der Public Library in England für ein ganz besonderes Projekt, das ich hier kennenlerne und Ihnen kurz vorstellen möchte. Es handelt sich um eine Entdeckung, nichts weniger als das, um eine Entdeckung eines großen Sozialreformers des 19. Jahrhunderts. Dawson, George Dawson ist sein Name, er ist lange Zeit hier in Birmingham einer der ganz großen Figuren der lokalen Kultur und Politik gewesen. Aber seit Jahrzehnten muss man sagen, vergessen, wenngleich sein Werk tatsächlich noch weiterlebt und weiter Früchte trägt. Und eine der größten Errungenschaften, eine der größten Ereignisse dieses Werkes ist diese Bibliothek, in der wir hier zu Gast sind, die Birmingham Public Library, eine der größten öffentlichen Bibliotheken Europas, die, und das ist die Überraschung, eine große Shakespeare-Sammlung enthält. Ein großes Archiv von Shakespeare-Materialien, darunter sehr viel deutsche Materialien, denn es gab sehr starke Verbindungen zur deutschen Shakespeare-Gesellschaft, die 1884 gegründet wurde. Und ein solches Objekt, was diese Verbindung dokumentiert, liegt hier vor mir. Es ist ein Album, das ein deutscher Besucher 1878 dieser Bibliothek übereignet und geschenkt hat als Zeichen seiner Dankbarkeit und als Zeichen der Verbundenheit, der internationalen Verbundenheit mit dieser Bibliothek und ihrer Shakespeare-Sammlung. Wenn wir mal ganz kurz einen Blick reinwerfen von dieser prächtigen äußeren Gestaltung, einmal ins Innere schauen. Was wir haben, sind Fotografien großer deutscher Shakespeareaner. Das sind Künstler, Autoren, Intellektuelle, Komponisten, ebenso wie Wissenschaftler, die hier verewigt sind und in einer Art Galerie, einer Art Familienalbum der deutschen Shakespeare-Familie versammelt sind. Und gleich als erstes natürlich programmatisch Goethe und Schiller, und zwar der junge Goethe, der Goethe des Sturm und Drang, der ohne Shakespeare seine eigene Stimme, wie er selber sagt, nie gefunden hätte. Und in dieser Weise ist dieses ganze große Buch voll mit Darstellungen, später, am Anfang sind es Lithografien, später sind es Fotografien, all jener, die diese internationale Verbundenheit, diesen Austausch, auch diesen kulturellen Dialog zwischen Deutschland und England über Shakespeare und mit Shakespeare geführt haben. Und sie zeigen, dass dieses Projekt das Erbe George Dawsons für unsere Zeit neu zu entdecken und die Zugänglichkeit Shakespeares für unsere Zeit neu zu etablieren, auf eine wunderbare Tradition zurückgreift und an eine große Zeit anschließt, in der die Verbindungen, der Dialog, der Austausch zwischen Deutschland und England Teil eines großen Familiengesprächs war.